ab. Das ist im Stechen nicht möglich. Der wird theoretisch entwickelt im Kopf, um dann eben an alle Sprünge passend hinzukommen. Das ist ja die Kunst, die sie beherrschen müssen und die Janne Friederike Meyer im ersten Umlauf so hervorragend gelöst hat mit Lambrasco. Ich habe sie beim Abgehen vor dem ersten Umlauf auf dem Platz gefragt, wie oft ist Lambrasco dieses Jahr schon draußen gegangen, sagt sie noch überhaupt nicht. Das ist der erste Auftritt, ich weiß überhaupt nicht, wo ich stehe. Also ich bin gespannt, ob ich die zweite Runde erreiche. Und dann knackte sie am Nachmittag als erste diesen schweren, von Frank Rotenberger gebauten Parcours und blieb fehlerfrei. Viel Platz. Auch da noch, der macht mit, dieser 13 Jahre alte Libero-Sohn. Auch wenn es mir nicht ganz so passend ist, das ist ja ihr Markenzeichen, diese spektakulären Aktionen an den Sprüngen. Schauen Sie sich das an, das Anreiten hat überhaupt nicht gepasst, viel zu dicht. Dann mit Mut und Risiko übers Wasser, hören Sie die Zuschauer hier in Klein-Flottbeck, die 16.000 halten den Atem an. Wie im ersten Umlauf macht sie es spannend, bleibt sie null. Zeit können wir völlig vergessen, wird kein Problem sein. Beerbaum null, Bengtsson null, Janne Friederike Meyer auch im Stechen. Klasse. Sie bestätigt hier eine Frühform mit diesem Pferd im Jahr der Europameisterschaft. Und wir wollen ja nicht vergessen, sie war ja auch eine der vier für Deutschland, die in Kentucky bei der Weltmeisterschaft die Goldmedaille nach Hause ritten. Und da war sie nicht nur einfach dabei, sondern sie hat vor allen Dingen in der zweiten Runde als erste eine Null-Fehler-Runde gezeigt und damit die Spur gelegt für die Goldmedaille. Und schauen Sie sich dieses Strahlen an. Zahncreme-Werbung wäre angebracht. Janne Friederike Meyer. Und dann die Freude. Und jetzt sofort geht es schon wieder los. Die Fokussierung auf das Stechen. Ruhig bleiben. Wieder auf den Abreiteplatz. Lambrasco, der sich ja, Sie haben es gesehen, auch gerne mal aufheizt. Der alles kann, aber der auch mitmachen will. Aber der auch